Zurück mit euch! Stufe 44 erreicht. Okay, ich muss einmal in Wendigkeit steigern. Einmal in Stärke müsste ich steigern auf jeden Fall und einmal in Geschicklichkeit. Also nehmen wir jetzt erstmal Wendigkeit. Weil jetzt gerade ich einfach die nächsten beiden Level-Ups hier reinpacken. Nur macht uns stärker. Ich könnte auch Schattenklingen ausbilden. Oder einfach Assassinen als Nahkämpfer. Ihr habt mich beschworen. Ich fühle sie bereits. Ich habe für die bereits das Upgrade gemacht, hoffe ich mal. Ja. Nur macht uns stärker, Meister. Ja, dunkler Bund brauchen wir nicht unbedingt, weil Todesritter und Havoks lasse ich jetzt mal lieber auf dieser Map. Wir sind die Schlacht der Tod. Ist nahe. Da oben geht's los. Feindlicher Angriff! Komm zu uns, komm! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Für die Ehre! Mich dürftet. Ja, kommt schon wieder ein Angriff. Nee, das Aria brauche ich für Hexer und Hexenmeister und Nekromanten. Verteidigt euch! Zeit zu sterben! Wir sind der Tod. Gebt euren Befehl. Obwohl ich auch einfach auf das Mondsilber warten kann, während wir auf Aria warten. Allein schon 5 Nekromanten kosten 550.
Und 5 Hexenmeister 700. Das ist schon ein bisschen was an Aria. Nächster Angriff. Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Oh, da gibt's sogar mal einen Drop. Schlagt sie zurück! So, Dorfs eingesackt. Sagen wir mal so, die Vorräte an sich an Aria und Mondsilber sind jetzt nicht so das Problem. Ah, ziemlich pilzig hier geworden. Es ist halt eher das Sammeln. Feindlicher Angriff! Was wünscht die Rune? Haltet durch, Männer! Verstanden! Verstärkt die Deckung! Und alles kaputt machen! Haltet durch, Männer! Sie sind überall! Au! Verstärkt die Deckung! Die Rune ruft? Ja, das kriegen wir gut hin gerade. Das Upgrade habe ich ausgeführt, gut. Ja, wirklich nur das Upgrade hier mit den Havocs und den Todesrittern nicht. Ja, Steine und Eisen sehen okay aus. Sind halt wirklich die beiden Ressourcen, die so ihre Zeit brauchen gerade. Nor ist mit uns. Gebt euren Befehl. Und ja, ich bilde jetzt gerade 5 Nahkämpfer zu viel aus. Ja, ich könnte wirklich noch ein paar Havocs dann ausbilden. Also jetzt das Mondsilber sparen und mir 5 Havocs dann noch am Schluss holen. Sie sind überall! Hier. Auf mein Zeichen. Jo. Naja, das dauert dann halt noch eine Weile, bis ich Havocs. Jetzt sammeln wir erstmal für die Hexenmeister. Also 15 Nekromanten, 20 Hexenmeister, so um den Dreh rum.
Wird eine sehr träge Sache, aber ja. Haben wir halt keine andere große Wahl. Wenigstens ist das hier gut, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Feindlicher Angriff! Komm zu uns! Schlag sie zurück! Sie sind überall! Machen. Und ich merke gerade, jeder Gegner gibt uns auch einen Ticken an Gold. Ja. Also pleite gehen werden wir auch nicht so schnell. So, bis sie das nächste Meister ausgebildet sind. Wir müssen aber auch übrigens noch warten, bis wir die Nahrung reinkriegen. Na, die armen Skerks. Es ist halt auch recht lustig, wie das hier eigentlich ein Dunkelelf darstellt, aber die Arbeiter sind die Skerks. Es ist auch immer wieder lustig, wie die Trollrune aussieht. Das Trollgesicht da drauf. Hexenmeister, so. Dann nochmal Nekromant. Schließ die Reihen! Um alles kaputt machen! Haltet durch, Männer! Ja. Kriegen wir eigentlich gerade ganz gut hin, muss ich sagen. Nor ist mit uns. Also ja, die Assassinen... Für die Ehre. Ruhm und Ehre. Silbern glitzert der Tod. Verteidigt euch! Waren ein Versehen, die Assassinen. Also vom Mondsilber her könnte ich jetzt genug Havocs. Da könnten wir noch 10 Havocs reinquetschen. Also 10 Nekromanten, 10 Havocs. 20 Hexenmeister. Oder 15 Hexenmeister, ja. Schlagt sie zurück! Alles kaputt machen! Schließ die Reihen! Hey, halt doch still! Schlagt sie zurück! Hey, halt doch still! Okay, wir können das nächste Bevölkerungsupdate machen. Komm, bringt mir noch das Restliche, dass ich die Havocs in Auftrag geben kann. So, gut. Das kitzelt! Haltet durch, Männer! Da
Dann würde ich aber sagen, machen wir an dieser Stelle dann langsam mal wieder einen Cut. Let's Play speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.